Hallo liebe Fußballfreunde, in diesem Video geht es um die Position des Zehners, der klassische Spielmacher. Im modernen Fußball unterscheidet man zwischen tiefen Spielmachern und hohen Spielmachern. Was ist der Unterschied? Ein tiefer Spielmacher ist ein Innenverteidiger oder ein Sechser, ein hoher Spielmacher ist ein Achter oder ein Zehner, der auf dem Spielfeld natürlich höher platziert ist, also näher zum gegnerischen Tor, als die tiefen Spielmacher. Was sind das für Spielertypen? Die Zehner sind meistens technisch sehr versiert, sind sehr kreativ, haben ihre Qualitäten hauptsächlich in der Offensive und das sind auch Spielertypen, die oftmals den Unterschied machen können, das heißt, die ein Spiel entscheiden können. Und deswegen sollte man diese Spielertypen auch ein bisschen anders, mit ihnen anders umgehen, als wie mit anderen Spielern. Früher war das so, dass ein Zehner komplett für das Offensivspiel zuständig war. Das bedeutet, wenn man einen Zehner ausgeschalten hat, dass dann das komplette Offensivspiel nicht mehr vorhanden war. So extrem ist das heutzutage natürlich nicht mehr der Fall, weil das Offensivspiel heutzutage jetzt über das Kollektiv geht und es wird auf mehreren Schultern aufgeteilt. Wie schaut das Ganze jetzt von der Positionierung aus? Ein Beispiel, wenn man im 4-2-3-1 spielt, dann ist er bei diesen drei Spielern ganz klar der Zehner. Oder wie hier in unserem Beispiel, wenn wir blaue Mannschaft, wenn wir in einer 4-4-2-Raute-Formation spielen, hier die Viererkette, Sechser, zwei Achter, ein Zehner, zwei Stürmer, dann ist das genau die Position des Zehners. Deswegen fangen wir auch gleich einmal mit der Offensive an. Bei diesem Beispiel spielt der Gegner in Rot 4-4-2 flach. Wir in Blau, wie gesagt, 4-4-2 in einer Raute-Formation. Wo sollte er sich hin positionieren, der Zehner? Der Zehner ist ganz klar, zwischen den Linien sollte er sich positionieren. Das heißt, zwischen der Abwehr und der Mittelfeldlinie vom Gegner, in diesem sogenannten Zwischenlinienraum. Der Zehner, soll man verstehen, ist das Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff. Das heißt, zwischen unseren Mittelfeldspielern und unseren Stürmern. Deswegen ist er auch immer zur Unterstützung dabei, um die Stürmer in der Offensive zu unterstützen. In diesem Zwischenlinienraum kommt es ganz darauf an, ob er sich nur zentral hier anbietet oder auch in den Halbräumen. Da kommt es natürlich auch auf die Formation drauf an und auf den Trainer, wie er das haben möchte. Zum Beispiel hier bei einer 4-4-2-Raute könnten durchaus die Achter hier zuständig sein für die Halbräume und dann wäre der Zehner nur im Zentrum zwischen den Linien. Wenn wir zum Beispiel in einem 4-2-3-1 spielen würden, das wäre dann in etwa so, kommt das darauf an, wenn diese Außenspieler, wenn der Trainer will, dass er die Breite, dass diese Spieler für die Breite in der Offensive zuständig sind, dann hätte der Zehner, ich denke, das sieht man hier ganz klar, dann hätte der Zehner hier mehr Raum und dann könnte er sich hier seitlich auch bewegen in den Halbräumen. Oder aber der Trainer sagt, ich möchte, dass die Außenspieler dann einrücken, dass wir mit hohen Außenverteidigern spielen, dann wäre er nur hier im Zentrum. Was ist noch wichtig für einen Zehner? Was sollte er noch drauf haben? Erstens einmal ist es ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass je näher es zum gegnerischen Tor kommt, desto enger wird es, weil der Gegner natürlich noch enger steht, er möchte das eigene Tor beschützen und deswegen hat unser Zehner ständig Raum und Zeitdruck, weil der Raum sehr eng ist und weil dadurch immer ein hoher Zeitdruck ist. Das heißt, der Zehner sollte in der Lage sein, erstens einmal sich ständig vorzuorientieren, das bedeutet, er sollte immer wieder sein Umfeld durchscannen, 360 Grad, um immer zu wissen, erstens, wo er gerade ist, in welchem Raum er sich befindet und wo seine Mitspieler und Gegenspieler sind. Weiters ist es wichtig, dass er gedankenschnell ist und natürlich dann auch handlungsschnell ist. Das bedeutet, er sollte immer im Vorhinein wissen, was er tun will, weil natürlich, wie gesagt, der Raum sehr eng ist. Und wenn er das hat, also wenn er gedankenschnell ist und handlungsschnell ist, dann braucht er natürlich auch die gewisse Technik, um diese Handlungsschnelligkeit dann auch umzusetzen, also um seine Gedanken dann umsetzen zu können. Und wie gesagt, das ist ganz, ganz, ganz wichtig für einen Zehner. Was ist noch wichtig für einen Zehner? Wie gesagt, enge Spielsituationen lösen können. Weiters ist wichtig, dass er zum Beispiel die Schnittstellenpässe beherrscht. Das bedeutet, wenn er zum Beispiel von einem Mitspieler den Ball bekommt, dass er diese sogenannten
Schnittstellen besser spielen kann auf einen Mitspieler. Weiters ist wichtig, dass er die Chipbälle spielen kann, vielleicht die Chipbälle hinter die Abwehr, wo ein Spieler da reinläuft. Das hat natürlich alles was mit Technik zu tun, mit der Ausführung. Und noch ein wichtiger Punkt ist seine offene Körperstellung, weil ein Zehner natürlich oftmals mit dem Rücken zum gegnerischen Tor steht, aber das sollte nicht so sein. Er sollte sich immer wieder so positionieren, dass er eine offene Körperhaltung hat, das heißt, dass er das eigene und das gegnerische Tor sehen kann, damit er dann das Spiel schnell machen kann. Das heißt, hier seitlich stehen, offen, damit er mit dem ersten Ballkontakt dann sofort wieder Druck auf die letzte Linie erzeugen kann. Was sollte er noch in der Offensive können? Erstens einmal, wenn wir über die Außen kommen, dass wir eine ordentliche Strafraumbesetzung haben mit den Stürmern, natürlich aber auch mit den Zehnern, damit wir in der Offensive den Gegner beschäftigen können. Und er sollte natürlich auch eine gewisse Torgefahr ausstrahlen in Form von Assists und natürlich auch von Toren. Was ist noch wichtig in der Offensive für einen Stürmer? Dass er die Räume erkennt. Zum Beispiel nehmen wir an, wenn er hier, sich hier positioniert, wenn, sagen wir mal, dieser Spieler hat den Ball, wenn der Stürmer entgegenkommt, wenn dieser Innenverteidiger mitgeht, dass er diese Räume erkennt und dann sie auch bespielen kann. Das heißt, ständig in Kommunikation mit dem Stürmer sein, das ist natürlich auch eine Frage des Trainings, dass sie miteinander Fußball spielen und dass sie sich unter Anführungszeichen blind verstehen. Wenn der kurz kommt und er geht mit, öffnet sich der Raum, dann kann er ruhig diesen Raum bespielen, natürlich auch andere Spieler, es kommt auf den Trainer davon, und wenn nicht, dann kann er zwischen den Linien angespielt werden. Beim Umschalten in die Defensive, das bedeutet bei einem Ballverlust, ist es so, wenn der Trainer es so haben möchte, dann kann der Stürmer und der Zehner natürlich sofort in ein Gegenpressing, also ein Gegenpressing starten, weil der Zehner natürlich aufgrund von seiner hohen Positionierung er schon sehr ideal dasteht, um bei einem Ballverlust sofort wieder auf den Gegner Druck zu erzeugen. Wenn er das machen will, beziehungsweise wenn der Trainer das so haben möchte, dann müssen alle Spieler, verstehen nicht nur der Zehner, sondern alle Spieler, dass ein Ballverlust eine Möglichkeit ist, sofort wieder den Ball zu erobern, und wenn ich dann den Ball erobere, dann bin ich ja nahe zum gegnerischen Tor. Das funktioniert aber nur, wenn ich nach einem Ballverlust nicht einmal eine Sekunde mich ärgere, ganz im Gegenteil, sofort Ballverlust hier im Kopf, sofort umschalten auf ein Gegenpressing. Wie schaut das Ganze jetzt in der Defensive aus bezüglich der Zehnerposition? Ich stelle mal die blaue Mannschaft in einem 4-4-1-1 auf. 4-4-1-1, wo das der Zehner ist und das der Stürmer. Und die Gegner stelle ich auf in einem 4-3-3. Wir haben hier unsere Viererkette, ein Sechser, zwei Achter und unsere drei Stürmer. So. Oder ich stelle die blaue Mannschaft, damit es klar ersichtlich ist, stelle ich sie in einer 4-4-2-Raute-Formation auf, damit das, wie gesagt, noch ersichtlicher ist. Ein Beispiel: Der Zehner ist erstens dafür zuständig, dass er den gegnerischen Sechser kontrolliert im Spielaufbau. Wie funktioniert das? Wenn zum Beispiel, wenn wir sagen, wir möchten den Gegner auf ihre rechte Seite lenken, dann bedeutet das, dass wir ballorientiert verschieben, dass wir dort Druck erzeugen wollen, dann verschiebt natürlich die komplette Mannschaft. Und der Zehner, in dem Fall hier dieser Spieler, sollte für den Sechser zuständig sein, weil damit der Gegner nicht mehr aus dieser Hälfte rauskommt. Das heißt, wir teilen sozusagen das Spielfeld in der Defensive und wollen dann hier Druck erzeugen und den Ball erobern. Und was macht denn meistens der Gegner? Über welchen Spieler wird denn meistens das Spiel verlagert? Natürlich über den Sechser. Und deswegen sollte der Zehner in der 4-4-2-Raute-Formation zum Beispiel, sollte er den Sechser hier zustellen können. Ein weiterer Punkt in der Defensive, und das ist jetzt natürlich mein Gedankenansatz, muss denn wirklich jeder Spieler in der Defensive mitarbeiten? Das ist so mein Gedanke, weil wenn ich, sage ich einmal, einen Zehner habe, der taktisch sehr diszipliniert ist und der sehr lauffreundlich ist, auch in der Defensive, dann ist das kein Problem. Dann ist alles gut. Aber wenn ich, sage ich einmal, so einen Spielertyp habe, der hauptsächlich seine Stärke nur in der Offensive hat und der nach hinten eher wenig arbeitet,
ist wie gesagt meine Frage, ob er unbedingt mit defensiven Arbeiten beauftragt werden muss. Weil, sagen wir mal, wir spielen in einem 4-1-4-1. Ein Beispiel, 4-1-4-1, das ist der Zehner. Was passiert denn, wenn hier zum Beispiel der Zehner nicht nach hinten mitarbeitet? Also wenn er keine Defensivarbeit leistet. Erstens einmal ist das ein Vorteil, dadurch erspart er sich sehr viel Kraft und sehr viel Energie, um dann noch besser seine Stärken in der Offensive ausspielen zu können. Ich denke, das ist natürlich klar. Das funktioniert aber nur, wenn er wirklich in der Offensive so überragend ist, dass erstens einmal seine eigenen Mitspieler das akzeptieren, damit sie sagen, okay, dieser Zehner, dieser Spieler ist richtig stark, der hilft uns in der Offensive, wir machen unter Anführungszeichen die defensive Arbeit für ihn. Was ist noch der Vorteil? Der Vorteil ist, sagen wir mal, wir haben hier einen Stürmer und einen Zehner und die sind richtig stark in der Offensive. Was passiert denn, wenn sie sich jetzt nicht, also wenn sie nicht nach hinten arbeiten müssen? Was macht der Gegner im Ballbesitz? Der Gegner wird dann hier natürlich mindestens Mann gegen Mann spielen. Aber ich kann sogar sagen, dass es zu 90-95% nicht so der Fall sein wird, sondern der Gegner möchte natürlich eine Überzahlsituation schaffen. Wenn sie in Gleichzahl spielen, ist es umso besser für uns, weil wenn wir dann hier vorne, sagen wir mal, den Ball erobern, wollen wir dann den ersten Blick in die Tiefe haben. Das heißt, wenn es möglich ist, der erste Ball nach vorne. Wenn uns das gelingt, haben wir hier eine 2 gegen 2 Gleichzahlsituation und dann kann es richtig gefährlich werden. Aber wie gesagt, der Gegner wird das höchstwahrscheinlich nicht machen. Der Gegner wird hier noch einen dritten dazustellen, damit er hier eine Überzahlsituation hat von 3 gegen 2. Wenn diese zwei Spieler und in unserem Fall, wenn unser Zehner wirklich offensiv so überragend ist, weil das weiß dann natürlich auch der Gegner. Was passiert denn, wenn der Gegner hier eine 3 gegen 2 Überzahlsituation hat? Wenn man hier jetzt rechnet, dann schalten sich in der Offensive beim Gegner nur noch, unter Anführungszeichen, 7 Spieler ein. Und wie viele Verteidiger haben wir? Wir haben 8 Spieler, in dem Fall 2 Viererketten. Das heißt, wir haben hier eine 8 gegen 7 Überzahlsituation in der Defensive. Und im Normalfall sollte nichts passieren. Weil diese Spieler binden somit, wenn sie wirklich so gut sind, binden sie 3 Spieler. Und somit hat der Gegner weniger Spieler in der Offensive. Und deswegen ist das meiner Meinung nach ein richtig wichtiger Gedanke, um zu erkennen, habe ich diesen Spielertypen, es hat natürlich sehr viele Vorteile, habe ich diesen Spielertypen, der wirklich stark ist, so stark in der Offensive, dann sage ich, okay, du brauchst in der Defensive nicht mitarbeiten, aber dafür musst du dann in der Offensive so richtig gefährlich sein und deine Stärken richtig ausspielen können. Wenn man das macht, dann ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Zehner, auch der Stürmer, dass sie nicht irgendwo stehen bleiben, sondern es ist wichtig, dass sie sich immer so positionieren, dass wenn wir hinten dann den Ball erobern, dass sie immer sofort anspielbar sind. Das heißt, wenn wir das so tun, dann muss der Zehner sehr klug sein, sehr intelligent sein und nicht abschalten im Kopf und irgendwo herumstehen, sondern während die anderen hinten kompakt stehen und verteidigen, sollte der Spieler sich ständig so positionieren, dass bei einem Ballgewinn er sofort anspielbar ist. Weil wir wollen ja dann natürlich die Unordnung des Gegners ausnutzen und vielleicht einen Konter starten. Das heißt, immer ganz wichtig, klug sein und richtig gut positionieren. Wie man dann genau einen sauberen Konter spielt, dazu habe ich ein extra Video gedreht. Das könnt ihr euch dann in Ruhe anschauen, da gehe ich dann natürlich noch mehr ins Detail ein. Aber wenn man dann hier den Ball erobert, ist natürlich der erste Blick in die Tiefe. Und wer wäre das in diesem Fall? Natürlich bei uns der Zehner oder hier der Stürmer. Ja, das waren einmal so die wichtigsten Punkte bezüglich dem Zehner, unserem Spielmacher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Video. Tschüss!